Ja, hallo Freunde, lasst uns einmal hier über die Aktivbügeltische von Lifehite sprechen. Und ich denke, wir holen mal ein bisschen weiter aus. Was gibt es so auf dem Markt und so weiter und so fort? Das sind Aktivbügelbretter, heißt also kein Bügelsystem. Ein Bügelsystem habe ich euch auch vorgestellt, das von Laurastar. Ich lasse jetzt mal irgendwo rechts oder links oben so ein kleines Video laufen, dann habt ihr das auch nochmal in Erinnerung, ne? Das ist natürlich ein komplettes System. Laurastar, die Top-Marke in diesem Bereich mit 2.000 €, sicherlich nicht für jeden erschwinglich, aber dann alles natürlich auch über das Bügeleisen zu steuern, aufblasen und diese ganzen Geschichten halt ansaugen und sowas, ne? So, dann habe ich euch im Mai 2015, ihr seht, immer noch in Benutzung, das Brabantia Bügelbrett hier vorgestellt, ne? Ist immer noch wie neu. Okay, der Bezug könnte jetzt mal so nach 3,5 Jahren, weil wir wirklich viel bügeln hier, ausgetauscht werden. Aber ansonsten hier technisch und auch optisch alles astrein. Genauso wie die Philips Bügelstation hier habe ich euch vorgestellt. Da gibt es mittlerweile eine neue Version. Ich habe euch beim Video auf YouTube zu dieser Philips-Geschichte hier auch jetzt mal einen Link zu der neuen Version eingestellt. So, das ist dieses Thema hier. Wenn ihr das so fahren wollt, also ein, ich sage mal, dampfbügelstationfähiges Bügelbrett, Dampfbügelstation drauf auf so eine große Ablage und alles ist gut. So, wer noch ein bisschen mehr will, nämlich mit Aufblasen, Ansaugen und so weiter, der hat hier die Chance mit so einem Aktivbügeltisch. Aktiv heißt in dem Fall eben halt, dass wir dann noch diese Funktionen haben, eben halt mit Luftansaugen, Aufblasen und so weiter ansaugen. Gerade bei T-Shirts und so weiter habe ich euch im Zusammenhang mit Laurastar gezeigt, macht das ganz, ganz viel Sinn. So, zwei Produkte oder zwei fast identische Produkte mit zwei völlig unterschiedlichen Bewertungen auf Amazon. Ich habe übrigens auch mal bei Lifehite nachgefragt, was ist denn der Unterschied zwischen dem Aktiv M, Air Aktiv M und Air Aktiv Express M? Und dann bekomme ich hier so nach einer Woche eine Antwort, die denn mir eine Auflistung aller Bügelbretter außer Air Express. Ja, also im Endeffekt, wo das Bügeleisen Frage wurde nicht beantwortet. Ich kann es euch aber sagen, ich habe jetzt wirklich nochmal alles durchgecheckt. Und zwar habt ihr hier bei dem Air Express, es steht ja auch drauf, New, einmal die Möglichkeit eben halt, ihr habt eine Einmuldung, um eben halt hier ein ganz normales Bügeleisen in die Einmuldung zu stellen, was ihr hier dabei nicht habt, aber ihr könnt es natürlich immer aufrecht hinstellen. Und dafür hat ja hier zum Beispiel hier so eine dicke Geschichte von Tefal hier unten das Ganze super gelöst, ne? Also das kann man super hinstellen, da verbrennt nichts, auch wenn man eine Plastikunterlage hat und so weiter. Ja, also wer also beides nutzt, so wie wir auch, das aufbauen für den Bügeltag und das hier eben halt, ne, wenn es dann täglich mal irgendwas zwischendurch sein soll, das ist das Thema, der sollte auf jeden Fall zu dem Air Active Express greifen. Wir schauen uns aber natürlich erstmal noch im längeren Video an, ob das überhaupt was taugt. Beide kosten nämlich annähernd dasselbe, um die 180 €. So, ich denke mal, jetzt habe ich schon einiges gesagt und ich packe das Ganze mal aus, baue es mal auf, das packe ich jetzt mal wieder weg und wir schauen einmal drüber. So, Freunde, das Ganze aus der Folie zu kriegen, ohne jetzt irgendwo mit dem Cuttermesser hier ans Gestänge zu kommen, ist schon ein bisschen schwierig. Aber lasst uns noch einmal, weil das ist mir ganz wichtig, dieses Ding hier ist bei 16 Bewertungen auf Amazon geratet mit 4,6 Sternen und dieses hier nämlich bei Amazon mit 17 Bewertungen bei nur 3,7 oder 3,6 Sternen. Oftmals ist es bei so Bewertungen ja so, einer bewertet was, ne, dann liest er das irgendwo, wenn er die Bewertung einstellen will, ist eigentlich zufrieden, liest bei einem anderen was und sagt, stimmt, der hat ja recht oder sonst irgendwas. Also manchmal ist der Verlauf von solchen Geschichten nochmal 100% identisch schon ziemlich komisch, um das mal so zu sagen. So, hier unten Bügelbezug, ne, seht ihr, das sind so Dinge, die ich euch eben gleich nicht zeigen kann, deswegen halte ich euch jetzt einmal rein. Seht ihr hier, okay, wird eben halt gezurrt und dann eben halt, ne, wenn ihr das so wollt, hier einmal verknotet, Schleife, was auch immer. Ich wollte euch aber hier nochmal ganz kurz mitnehmen. Und zwar, wenn ihr das Aktiv M hier, ich schaue mal gerade, ob ich das Licht mal besser ausmache. Ja, könnt ihr es vielleicht besser sehen. Aktiv M und Air Express M so und einmal Aktiv M nimmt, dann werdet ihr hier 100% die identischen Werte wiederfinden. 7,8 Kilo können wir ja eben kurz drüber sprechen. Die Abmessungen hier 118 mal 38 sind identisch. Zusammengeklappt 165 mal 46 mal 15 ist identisch. Ihr habt hier das Übliche, nämlich 75 bis 100 cm, wie ihr es aufstellen könnt, in der Höhe natürlich aufgeklappt, ne?
75 cm übrigens ist die Standardhöhe eines Tisches oder Schreibtisches, dann könnt ihr vielleicht was damit anfangen. Ja, und dann habt ihr hier an der Stelle eben halt die Abmessung für die Dampfstation, ne, 7,5 Kilo, Wattzahl und so weiter und so fort. Alles identisch, einziger Unterschied hier die Einmuldung und deswegen solltet ihr eigentlich auch das kaufen. Ich gehe aber jetzt im Test her und werde natürlich dieses Produkt hier einmal näher unter die Lupe nehmen für uns, weil wir hier natürlich eben halt das schlechte Rating haben und schauen mal, ob es ist da tatsächlich was dran. So, ihr könnt einmal die Füße etwas verstellen, deswegen habe ich es nochmal hier aufgestellt. Und zwar seht ihr, hier ist das Ganze eben halt nicht komplett rund, sondern oval und so kann man das Ganze dann hier etwas höher stellen. Thema ist natürlich, wenn ihr im Altbau seid und so weiter und so fort beim Neubau, da sollte der Estrich so gerade gemacht worden sein, dass das nicht vorkommt. Aber es kann ja passieren und dann habt ihr hier drüber an allen vier Füßen übrigens die Möglichkeit, das Ganze noch mal ein bisschen zu verstellen. Ja, hier unten drunter Plastik. Hier einmal reingeschaut, da ist natürlich der Lüfter drin. Ja, einmal eben halt in beide Richtungen, einmal zum Ansaugen und einmal zum Aufblasen der ganzen Geschichte hier. Für Hemden und zum Beispiel so sinnvoll, für T-Shirts wäre das Ansaugen natürlich sinnvoll. Ja, schauen wir mal, wir bauen es mal auf und sprechen darüber. So Freunde, ich habe mir jetzt die ganze Geschichte hier nochmal angeschaut, unser Active M, also ohne Express, und es gibt noch einen Unterschied zu Express, den sage ich euch eben, und zwar soll es da eine Auffangschale geben mit einem Schwämmchen drin für Kondenswasser. Bringt mich zu diesem Teil hier, ne? Hier unten, erinnert euch, reinstes Plastik, aber nichts mit Kondenswasser auffangen ist hier nichts, sondern ja, irgendwann klappt hier das zusammen, dann wird hier noch ein bisschen Wasser runterlaufen, vielleicht wieder in den Bezug, also das mal dazu. So, der entscheidende Punkt, warum ich aber hier nicht bei dem Gerät überhaupt eigentlich gar keine gute Bewertung abgeben kann und keine Kaufempfehlung ist, es ist einfach alles sehr, sehr billig gemacht. Und wenn ich das Ganze mit dem Brabantia vergleiche, was irgendwo, ich meine um die 80 Euro kostet, liegen hier Welten zwischen. So, und außer einem Lüfter und einer Steckdose, die man bei einer Bügelstation eigentlich nicht braucht, ja, genauso wie den Kabelhalter. Den Kabelhalter, der ist an für sich hier, natürlich sollte es Schlauchhalter heißen, in der Bedienungsanleitung steht aber Kabelhalter, ne? Der ist natürlich hier nutzbar, hier an der Stelle, aber brauchen tut man ihn an der Stelle bei einer Bügelstation auch nicht. Und dafür ist dieses Teil ja hier ausgelegt. So, das Knockout-Kriterium allerdings, das ist hier die Lüftung. So, wir schalten mal ein. Schauen wir gerade, ob wir jetzt auf Aufblähen sind oder zusammenziehen. Ich kann es euch nicht sagen, weil der Unterschied ist kaum da. Also, wenn ihr hier so ein T-Shirt nehmt, was wird hier angezogen, Leute? Gleich null, ja? Und das Ganze setzt sich hier auch nicht in der Mitte besser fort. Also nochmal, wenn ich mir das anschaue und ich verlinke euch auch, beziehungsweise gebe euch eben halt die Infos, wie ihr an das Video von Laura Star kommt, von dem Bügelsystem, da seht ihr dann mal die Unterschiede. Ne? Der nächste Punkt ist natürlich der, in der Praxis müsst ihr hier immer drücken. Das heißt also im Gegensatz zu der Bügelstation von Laura Star, wo alles über das Bügeleisen zu machen war und das Ganze richtig aufgebläht ist und richtig angesaugt hat, was wir hier nicht haben, müsst ihr hier immer umschalten. Ne? Da wäre es auch mal sinnvoll gewesen, die Knöpfe irgendwo hier zu machen und da zu machen. Vielleicht zwei für links, rechts, Händler, was auch immer. So, hier müssen wir immer wieder umschalten. Und zwar nach links hier ansaugen. Ich mache das mal jetzt hier mit dem Blättchen, damit ihr das auch mal so ein bisschen nachvollziehen könnt visuell. Ne? Ja? So, normalerweise sollte man meinen, sollte sich dieses Blättchen doch jetzt hier mal so nach unten bewegen. Ne? Also Leute, das ist nüscht. Ja, so, und wir haben hier schon eine große Fläche mit so einem DIN A4 Blatt, ne? Ja, da bewegt sich so gut wie nichts, ne? Könnt ihr sehen, ja, normalerweise würde ich jetzt davon ausgehen, dass hier dieser Knick weg ist und sich das hier andrückt, aber passiert hier nicht, also könnt ihr vergessen, also das ist das oder gar nichts, ist das Gleiche, ja, so, und jetzt gehen wir einmal her, machen das in die andere Richtung und auch da ist das Ganze unzureichend. Ihr müsst also immer wieder umschalten, nochmal lästig, weil eigentlich ist das ein Arbeitsvorgang. Ne? Man bläht hier so ein bisschen was auf und bügelt, dann sieht man, okay, man hat eine Falte reingemacht, dann geht man her, schaltet, muss hier wieder umschalten, um das Ganze dann hier anzusaugen und die Falte gerade zu bügeln, ist in der Praxis schon eigentlich völlig daneben und nicht durchdacht. Und nochmal, es ist auch das, was hier geboten wird. Ja? Das ist hier gleich null, ja, also das ist jetzt kein Scherz, was ich hier mache, Leute, hier ist nichts, ja, schade, schade, aber
Ja, das ist zum Teil, das ist ein normales Bügelbrett ohne jegliche Funktion und so wie sich das Ganze darstellt, auch das hier Plastik, ne, da hat man schon gesagt, maximal 7,5 Kilo Belastung. Wenn hier noch Wasser drin ist, 1,8 Liter, sind wir bei 2 Kilo und so weiter. Also das macht schon keinen soliden Eindruck. Das ganze Plastik macht keinen soliden Eindruck. Hier das Gestänge ist lackiert, ne, okay. Bei Brabantia ist das ganze Pulver beschichtet, also da ist null Kratzer drin. So, und jetzt machen wir das in die andere Richtung einmal noch. Also ihr seht, also es dauert auch eine ganze Zeit, ne, das hier. Auch da würde man ja meinen, dass dieses Blatt, wenn das hier angeht, wegfliegt, ne? Ja, nach oben hin. Und das ist, geht also auch nur bis hier, so ein bisschen hebt sich hier der Bezug an. Ja? Und wenn ich aber hier so ein T-Shirt drauflege, ja, da hebt sich hier nichts mehr. Ne? Ja? Und das ist jetzt nicht das dickste T-Shirt, ne? Das ist hier ein ganz preiswertes T-Shirt. Also, das hier schon mal ganz klar Daumen runter. Aus meiner Sicht waren die Bewerter hier, die Rezensenten, meine Kollegen auch hier aus dem Produkttester-Club hier noch viel zu harmlos und sind da viel zu, ja, ich sage mal milde mit dem Teil umgegangen. Das hier geht für mich gar nicht und dann sage ich ein Stern, mehr gibt es leider nicht. Und wir machen trotzdem nochmal Folgendes, vielleicht ist ja bei Xpress mehr drin, wobei die Leistung nochmal hier an der Stelle war ja identisch. Ja, das mal dazu, okay, das hier. Von meiner Seite aus keine Kaufempfehlung, nicht kaufen. So Freunde, dann sprechen wir nur ganz kurz der Vollständigkeit halber über die Unterschiede. Hier gibt es so eine Plastikschale, die hängt jetzt hier direkt unter dem Lüfter. Ne? Darf natürlich nicht ganz dran, damit der Lüfter noch Luft ziehen kann. Das ein bisschen. Wir schauen. Ich bin schon von dem anderen Gerät so bedient. Ja, aber ich denke mal, Leute, leistungstechnisch ist das dasselbe. So, und das ist mir gerade schon entgegengekommen. Das geht hier so leicht ab. Dafür dürft ihr aber dann ganz, ganz lange fummeln, bis ihr das Teil hier wieder drunter habt. Ja, das kommt dann irgendwo mit hier so in den Lüfter. Ich mache das gleich mal. Ich denke mal, ihr könnt das sehen. Ne? Also Leute, wer denkt sich sowas aus? Ja, das muss man jetzt hier irgendwo noch wieder reinstecken. So, jetzt habe ich es geschafft. Ne? Aber nochmal, ihr merkt, wie leicht das geht. Ne? Da setzt ihr oben zweimal das Bügeleisen ab. Das macht ihr hier fünfmal. Ihr seht, das Ganze wird hier nur so dran geklemmt an der Seite hier mit diesen Clips. Die sind auch schon hier fast schon butterweich. Ne? Und dann klippst du das hier dran. Das machst du fünf, sechs Mal. Und dann hält hier nichts mehr. Das ist einfach so. Ne? So, der Vollständigkeit halber, weil mir der Bezug gerade entgegengekommen ist, hier an der Stelle auch mal ein bisschen was so. Wie ist der Bezug festgemacht? Also hier gibt es so einen Saum. Ja? Keine weiteren Haltemöglichkeiten. Das ist aber auch völlig normal. Dann gibt es hier eben halt immer ja, so Überstände. Damit soll das halten. Und hier unten ist irgendwo so eine Art ja, Styropor drunter. Ja, Styropor, Plastikgemisch, das ist es hier, hohl, wie gesagt, und das Ganze, was also hier das Wasserauffangen anbelangen soll, basiert also rein hier unten drunter Lüfter. Ne? Jetzt könnten wir ja theoretisch das Ganze hier mal lüften. Hier machen wir mal, schauen wir mal gerade, habe ich es schon eingesteckt? Ja, auch das hier ist haptisch nicht schön gelöst. Ne? Natürlich muss hier was drüber über den Knopf. So, das kann man schon hören. Jetzt hier ohne Bezug, dass dieser Lüfter null. Ihr merkt hier nichts, ne? Ja? Und ja, ich hole mal wieder ein Blättchen und ich lasse mal an. Ja, hier stelle ich mir gerade die Frage, was soll sein? Ansaugen oder vielleicht jetzt auch noch wegen dem Behälter runter? Also, das kommt mir noch schwächer vor wie das andere. Kommt hier Luft raus überhaupt? Also, man kann hier nichts sehen. Ich würde jetzt am liebsten mal eine Zigarette holen und hier mal den Rauch drüber machen. Also, man weiß es nicht. So, schauen wir mal gerade. Das ist jetzt an, das war gerade Lüften. Ne? So, und hier. Ja, jetzt bin ich hier wirklich am Rätseln. Jetzt kommt hier Luft raus, nach oben hin. Ja, ist auch richtig. Ja, aber wird hier irgendwas durchbewegt, irgendwo in irgendeine Richtung? So, wenn wir das hier mal runterhalten. Jetzt müssten wir noch der Meinung sein, jetzt müsste sich hier Luft und das Ganze hier so ein bisschen hochstellen. Ja. Das ist hier ganz dünnes Kopierpapier, ne? Passiert hier nichts, Leute. Ja? Und beim Ansaugen, deswegen, da war ich gerade am Rätseln, da ist hier mal gar nichts, ne? Nochmal, ich halte das Blättchen jetzt mal so. Null. Null Entwicklung. Schmeißen wir mal das T-Shirt drauf und wir machen es gleich mal mit Bezug, ne? Hier kann es an der Stelle sein, dass der Bezug noch mal ein bisschen was bringt. Aber Leute, null. Jetzt gehe ich mal her. Mach mal nur so ein Ärmel hier drauf.
Ja, ihr seht null Widerstand. Also, wer denkt sich sowas aus? Das ist ja fast schon, ich würde mal ganz salopp formuliert sagen, Kundenverarsche, sowas hier auf den Markt zu bringen und sowas an den Verbraucher auszuliefern. Okay, so Freunde, wenn das weiße Bügelbrett da einen Stern verdient hat, dann hat das schwarze hier jetzt an der Stelle, was ja eigentlich besser geratet war, null Sterne verdient. Die Lüftung zieht auch hier nicht runter, sondern die Lüftung, ich zeige es euch mal gerade, wenn ich es machen kann, und zwar da, zieht nach hier hinten raus, ja, weil man hier noch dieses Schwämmchen hat. So, das heißt, das Ganze hier ist noch mal mindestens um 50% schwächer. Man sollte doch meinen, wenn man jetzt hier so ein Plastikding drauflegt, ne, dass das jetzt hier irgendwo, also es wölbt sich ja gar nicht, das müsste jetzt wegfliegen. Ja, das ist das Leichteste, was es hier so gibt. Ein ganz kleines Plastiktütchen hier so. Super, super dünn. So, es passiert nichts, Leute. Also, ganz, ganz übel. Und wir schalten nochmal um. Weil, wie gesagt, hier bin ich bei minus 5 Sternen. Also, hier, ja, wird hier irgendwas, ich meine, ihr seid dabei, ne? Wird hier irgendetwas angesaugt, wo du sagen würdest, das müsste doch jetzt hier irgendwo halten, ne? So, schauen wir mal. Da müsste es doch jetzt irgendwo was runterziehen, ne? Also, null. Ja? Nichts, was hier angesogen wird, das ist hier wirklich... Also, da ist hier, hier ist die Funktion überhaupt nicht gegeben. Null, gar nichts. Ja? Also, machen wir es aus. Fazit, Bügelbrett, Wertigkeit, Plastikablage, also kein Metall hier, ne? Hier so drei Gumminöppchen, da unten das mit dem Schwamm total billig gemacht, dann lackiertes Gestänge, darunter diese Billigplastikschale, also Wertigkeit 50 Euro, Funktion gleich 0, ja, da könnt ihr vielleicht das Kabel abschneiden, ja gut, ihr könnt es hier noch mit dem Kabel verbinden, wenn ihr wollt, wobei auch das macht bei einer Station in aller Regel längere Kabel haben kaum noch Sinn, hier so eine Geschichte halt, aber wenn ein normales Bügeleisen benutzt. Aber Leute, eine Riesenenttäuschung, diese Geschichte hier von Lifehide. Aber auch das muss mal sein, ich weiß vorher nicht, was ich euch da bringe. Ich würde euch am liebsten immer super Produkte bringen, aber in dem Falle sind wir leider völlig daneben. Ich hoffe, wie immer, ihr könnt was damit anfangen. Jetzt alles Gute, bleibt gesund und tschüss.